Da sich die Schienenbreite in der Mongolei und China unterscheidet, muss der Zug an der mongolisch-chinesischen Grenze umgespurt werden. In meinem Fall war das mitten in der Nacht. Dabei wird der Zug in eine riesige Halle gefahren, die Schrauben der Drehgestelle gelöst und dann der gesamte Zug Waggon für Waggon mithilfe von sogenannten Hebeböcken angehoben. Das ist ein guter Zeitvertreib, denn in dieser Zeit hat man eh nichts anderes übrig als zu warten, denn die Pässe wurden vorher von chinesischen Soldaten eingesammelt und es findet eine Passkontrolle statt. Da dies der Fall ist, sind sogar pro Waggon 3 chinesische Soldaten an Bord, um die Touristen zu bewachen. Hier sieht man, wie die neuen Drehgestelle unter den Waggon vor meinem gerollt werden. Anschließend wird der Zug Waggon für Waggon wieder zusammengesteckt. Das ist verdammt laut. Jedoch muss man danach noch ein bisschen warten, da die Passkontrolle sogar länger dauert als das Umbauen des Zugs. Hat dir das Video gefallen? Schau doch mal auf meinem Kanal vorbei.